Hi Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Shortcut-Video von uns. Mein Name ist Daniel und in der heutigen Folge zeige ich euch, wie ihr euch zu Hause leckere Zimtschnecken machen könnt. Die fallen heute ein bisschen kleiner aus, also sind das eher so Zimtschnecken zum Snacken oder für die Brotbox oder für so ein Kaffeegedeck. Und da zeige ich euch ganz schnell, was ihr dazu benötigt. Aus Zeit und praktischen Gründen, würde ich fast sagen, haben wir heute einen Blätterteig genommen, der tiefgekühlt ist, der sogar schon fertig ist. Für einen großen Blätterteig selbst machen, Tutorial, Blog, wäre die Zeit einfach viel zu knapp gewesen. Kann man so stehen lassen, kann man so stehen lassen. Wie gesagt, ihr braucht Blätterteig. Dann brauchen wir etwas Pflanzenmargarine oder Butter, da habt ihr die Wahl. Und zum Füllen machen wir heute Zimtschnecken, das heißt, wir machen ein bisschen Zucker und Zimt. Ihr habt aber auch immer die Wahl, ein paar Nüsse mit reinzumachen. Oder was kann man noch reinmachen? Ein paar Nüsse. Ein paar Nüsse oder ein paar Früchte. Oder ihr macht herzhafte mit einfach nur ein bisschen Käse zum Beispiel. Wir machen heute die süße Variante. Und wir haben schon die Blätter aus der Packung rausgenommen und ungefähr 10 Minuten antauen lassen, sodass wir die rollen können nachher. Und wir fangen damit an, dass wir einfach ein bisschen die Margarine drauf verteilen. Einmal schön großzügig mit einpinseln. Das machen wir mit beiden. So. Achso, vielleicht sollte ich noch erwähnen, ich habe den Ofen schon mal vorheizen lassen auf 200 Grad. Der ist jetzt sogar schon fertig. Wir drehen jetzt gleich auf 180 Grad runter und lassen die dann so für circa 15 bis 20 Minuten im Ofen. Also wichtig, wenn ihr jetzt guckt, könnt ihr schon mal den Ofen anmachen. Dann machen wir Zimt und Zucker und zur Mischung fertig. Ich nehme da ganz gerne 3 Teile Zucker und 1 Teil Zimt. Wenn ihr es ein bisschen zimtiger haben wollt, nehmt einfach ein bisschen mehr. So, dann rühren wir das einmal glatt. Kann man das sagen? Bei einer so Konsistenz. Und da sieht man mich eigentlich? Man sieht mich, ne? Und dann verteilen wir den Zuckerzimt einfach komplett auf der ganzen Fläche. Genau. Und ich sage euch jetzt 2 Varianten, wie ihr daraus kleine Schnecken machen könnt. Die einfachere Variante ist, dass ihr den Bogen einmal von unten nach oben aufrollt und den dann in daumengroße Stücken schneidet. Also Daumenbreite, ne? So, einmal der Länge nach aufgerollt. Ich darf mir mal hier ein Messer leihen. Und dann ungefähr so eine Daumenbreite, ne? Dann habt ihr einmal, sieht man das, so eine kleine Röllchen. Die können wir schon mal hier drauf verteilen. Ein bisschen Abstand mit einplanen, da die ja gleich aufgehen werden. Zack, zack, zack. Und die zweite Variante ist, dass ihr das der Breite nach macht, aber dann nur bis zur Mitte aufrollt. Also einmal die Seite. Zack, dann einmal umdreht und jetzt die andere Seite aufrollt. So. Und dann hier auch wieder ungefähr daumenbreite Stücken rausschneidet. Die legen wir jetzt so rauf. Das sehen wir von oben so ein bisschen aus wie so kleine Brezeln. Und jetzt geben wir das einfach auf einen Rost und schieben das für die besagten 15 bis 20 Minuten bei 180 Grad in den Ofen. Ja, ihr habt richtig gehört, 180. Ich drehe die Temperatur jetzt einfach ein bisschen runter und melde mich dann in 15 Minuten wieder. Oh, da seid ihr ja wieder. Das heißt, die 20 Minuten müssten rum sein und wir schauen einfach mal, was aus unseren Schnecken geworden ist. So, ja. Zack. Wir können den Ofen auch gleich mal ausmachen. So. Und dann komme ich gleich mal zu euch. Wie ihr schon seht, die Schnecken sehen, finde ich, schön aus. Schön goldig,
schön leicht ankaramellisiert. Die Brezel, nenne ich jetzt einfach mal, sind ein bisschen aufgegangen. Also wenn ihr die macht, dann drückt sie vielleicht nochmal so ein bisschen an den Rändern fest, damit sie nicht ganz aufgeht. Aber ich finde, so als Snack kann man die auch trotzdem super gut nutzen. Ne? Und mit den Worten sage ich viel Spaß damit, guten Appetit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!